Ja, Mathe ist nur Schreiben, das hatten wir ja gesagt. Und nochmal ein Beispiel, das hatte zum Beispiel ein Fünftklässler in 2 Minuten ausgerechnet. Das, was hier steht, E ergibt sich aus 3 hoch 4 durch 9, F ist gleich E mal 4, G ist gleich in Klammern 7 plus F durch 6, Klammer zu, mal 2 dann hinterher und so weiter und so fort. So wie es hier steht. Ich habe folgenden Vorschlag. Wenn ihr sagt, Mathe ist Schreiben und ihr habt die erste Übung mal durch, also so wie ich es gezeigt habe, immer schön untereinander, immer eine neue Zeile, nicht ist gleich, so wie hier oben, ne, wie wir es früher mal so gemacht haben. Eine Gleichung, bloß nochmal eine Gleichung, ist eigentlich nichts weiter, also wenn ich zum Beispiel 5 hinschreibe, 5 ist gleich 5, dann bedeutet das nichts weiter wie eine Waage. Eine Waage mit zwei Waagebalken, die im Gleichstand ist. Weil hier meinetwegen 5 Kilogramm drin sind und, und hier 5 Kilogramm. So, wenn ich jetzt hier noch ein Ist gleich dahinter mache, na, wie soll denn die Waage dann funktionieren, ne? Also das ist nicht günstig, das macht man nicht. Deswegen immer schön untereinander. Und dann kann man auch mit solchen, na, für eine 5. Klasse schon Granaten umgehen. Also, ich habe einen Vorschlag. Versucht das nochmal genauso schön Zeile für Zeile dann einzusetzen. Was eh denn wert ist, kann ich dann hier einsetzen und so weiter, das auszurechnen. Ich werde die Pause-Taste drücken und hinterher könnt ihr euch das angucken, wie wir es gemacht haben. Beziehungsweise ihr spult gleich nach vorne und guckt dann euer Ergebnis an, ob es genauso ist. Oder zumindest das gleiche rausbekommen habt. Ich werde jetzt hier die Pause-Taste drücken und dann werde ich die ganze Sache nochmal zusammenfassend entwickeln. Pause zu Hause und abschreiben den Kram und rechnen. Das ist eine schöne Übung. So, los geht's. Ich schreibe die nächste Zeile, E ist gleich. Und statt 3 hoch 4 schreibe ich lieber 3 mal 3 mal 3 mal 3. Alles durch 9. Dann werden wir mal sehen, was bei rauskommt. Jetzt kann ich, und das ist durchaus erlaubt, sagen, Moment mal, bevor ich 3 mal 3 ist 9 mal 3 ist 27 mal 3 ist 81. Wer das im Kopf kann, okay. Aber ich kann mir das auch leichter machen. Ich kann Folgendes machen. 3 mal 3 ist 9. Mal hier auch 9. 9 mal 9 ist 81. Ah, 81 durch 9, also muss E 9 sein. Weil das jetzt ziemlich eng wird zu dem anderen Kram, unterstreiche ich das doppelt und weiß, aha, hier doppelt unterstrichen sind immer die Ergebnisse. Jetzt gehe ich zu F und sage, E ist 9 wert und statt E schreibe ich also das, was es wert ist. 9 mal 4, ach, das geht ja leicht. F ist 9 mal 4, 36. Doppelt unterstreichen, damit ich dann später immer sehe, wo diese Buchstaben, die brauche ich ja hier wieder. Und hier und hier und hier, wo diese Buchstaben dann wirklich stehen und was sie wert sind. Also weiter. G, nächste Zeile. Wir sagten immer erst die Klammer erstmal hinschreiben, mal 2 und dann die 7 plus, das kann ich alles abschreiben. Und statt F sage ich, aha, 36. Ah, 36 durch 6, na das ist ja leicht. Da ist es durchaus erlaubt, dass man alles durchstreicht und sagt 6. Denn dann kann man sich eine nächste Zeile ersparen. So, G ist demzufolge 7 plus 6 ist 13 mal 2. Und wenn ihr jetzt keinen Platz habt und einfach ein Ist gleich dahinter schreibt, ich erinnere an die Waage, das ist Blödsinn. Sollte man nicht machen. Aber eins kann man machen und dann ist das nicht mehr so schlimm. Dann kann man mal notfalls 13 mal 2, 26 so hier mit einem Pfeil dahinter schreiben. Der Pfeil, der bedeutet dann ergibt. Dann. So, jetzt habe ich die 26. Ich mache weiter. A ist gleich. Wenn ich das A nicht weiß, dann schreibe ich A ist gleich. F, 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 F. Hier steht es. 36 geteilt durch 4 mal 2. A muss demzufolge sein. 36 durch 4 kann ich sagen. Das hier kann ich durchstreichen, ist 9. 9 mal 2 ist 18. A habe ich raus. Wohlgemerkt, ein großer Buchstabe ist was anderes als ein kleiner Buchstabe. Ne, nicht mit oben, mit dem A verwechseln aus den Anfangsaufgaben. Gut, hier beim großen B schreibe ich E. Aha, 9 plus, E hoch 2 heißt nicht 9 mal 2, sondern 9 mal 9. Und jetzt sehe ich auch Folgendes. Ich könnte bitte nicht folgenden Fehler machen. Sagen 9 plus 9, oh, das ist 18 mal 9, oh, ist das schwer. Nee, 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 nee. Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Also schreibe ich es doch hin. Ich wäre doch dumm, wenn ich es nicht hinschreibe. 9 plus 9 mal 9 ist 81. Ah, dann muss B wohl 90 sein, ne? Gut. Und C. G plus. G. Ach, 26. 26 plus E. Aha, das war
9 mal 2. Mal 2 schreibe ich wieder ab. Hier, das ist das E. So, jetzt kann ich weitermachen. Achtung, Punktrechnung vor Strichrechnung. Ich schreibe also 26 plus 18. Jetzt muss ich mir keine Zwischenergebnisse, nichts merken. Jetzt kann ich sagen, gut, C muss dann sein. 6 plus 8 ist 14. Das nennt man halbschriftliches Addieren. Das kann man auch mit Multiplizieren machen. Also, ne, 6, 8 plus 6 ist 14, eine kleine 1. Dann kann man sich, braucht man sich diesen Übertrag nicht zu merken. Und 1 plus 2 ist 3 und noch 1 dazu ist 4. Peng, fertig. So, jetzt habe ich die ganze Zeit erklärt. Damals der Junge, der hat das nicht erklären müssen, der hat das einfach angeschrieben und war fertig. Das war übrigens kein besonders großer Mathe-Schüler, der jetzt hier alles so mit links kann, sondern er hat einfach durch Schreiben sich den Kopf freigehalten. Und das war's. Ich hoffe, hier ist auch wieder klar geworden, weshalb Mathe nur Schreiben ist. Es wird noch einen Teil geben, der sich dann an höhere Klassen richtet. Da geht es um sogenannte Textaufgaben, weshalb Textaufgaben eigentlich ganz leicht sind. Gut. Ich schließe das Video hier ab.